Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Odin war shoppen, aber da passt XXL überhaupt nicht zu. Das ist, wow. Bevor wir richtig anfangen, will ich euch nur zeigen, auf was ihr euch jetzt gerade einlasst. Da seht ihr, hoppala, da seht ihr die ganzen Tüten. Es sind... Da sind übrigens noch mehr Tüten. So, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tüten. Dann hinten noch da so ein Plasteteil. Ja, und das werden wir uns jetzt gleich alles angucken. Ein wunderschön. Und dann geht's auch schon los, würde ich sagen. Ich habe es mal mit Vorintro versucht. Mal gucken, wie es läuft. Wir wollen jetzt auf jeden Fall ein Odin mal shoppen machen, wo XXL überhaupt nicht zu passt. Weil wir waren wieder bei Aldi beim Restpostenverkauf und haben noch ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, aber alles nur für die Wohnung und für Kind und mein Kind und unser Kind. Und ja, ich fange mal an, was hier lose liegt. Das haben wir aber nicht bei Aldi geholt. Das ist ein... Eimer für das Badezimmer. Wie heißt das Ding für dein... Kosmetikeimer. Ja, kann man hier oben raufdrücken. Ja, so. Hakt das? Wieso hakt das so? Ach so. Ja, das hakt hier oben irgendwo. Hier. Den habe ich nämlich geholt für meine Tochter. Weil meine Tochter wird jetzt älter. Und... Da braucht man denn sowas, hat mir meine Frau erklärt. Ihr wisst, denke ich mal, wofür man sowas braucht. So, wo fangen wir jetzt als nächstes an? Dann würde ich sagen, nehme ich erstmal das Große. Da haben wir für Schatzis Wohnung, haben wir hier so ein... Was ist das, Hase? Rangspalier. Rangspalier, da kann sie... Was willst du damit überhaupt? Ach, da können sich Blümchen drin hochranken und so. Dafür haben wir das geholt. Oh, die Preise weiß ich aber nicht mehr alle so im Kopf. Ich muss das mal hier so ein bisschen rüber machen, weil sonst haben wir hier später ja keinen Platz mehr. Dann nehme ich jetzt mal die erste Tüte hoch hier. Oh, und dann fangen wir mit der ersten Tüte an. Ich werde auch versuchen, vergleichbare Artikel bei Amazon zu finden und die alle in die Videobeschreibung zu machen. Und ja, müsst ihr dann durchrechnen, ob wir dann mehr oder weniger bezahlt haben. Bei einigen Sachen weiß ich viel, viel billiger. So, da hat sie hier geholt in ja, ein Laptop-Kissen, 41 x 31, Höhe 8 cm. Für das Auto oder kann man auch hier sehen. Für eine Couch oder so, wenn sie ein Buch liest oder ein Quiz macht oder so. Und ja, sie kann ja nicht mehr so in allen Positionen sitzen, weil dann meckert unsere Tochter in ihr drin. Und ja, deswegen halt dieses auch mit komischen, schwulen Einhörnern drauf. 4 Euro. Wie viel? 4 Euro. Dann haben wir... Warte, das sind ein paar mehr. Davon kommen nachher noch mal welche. Das sind jetzt wie viel hier? 2, 4. Da fehlen noch welche. Ja, da kommen noch mehr. Das sind jetzt 4 Lappensets. Das hat 50 Cent gekostet, oder? 20. 20 Cent gekostet. Ja, genau, 20 Cent hat eben so ein Ding gekostet mit 6 Lappen drin. Das haben wir 10 Mal haben wir das hier gekauft. Weil wenn es billig ist, muss man doch mal zuschlagen. Dann haben wir... Davon hätten wir noch mehr holen sollen. Ja, Klosteine geholt, also für in Klokasten, in Wasserkasten oben drin. Tabs, wisst ihr noch den Preis? 1 Euro noch was. Dann... Ach, hier kommt was für das Kind. Also ich mache jetzt nicht extra eine Baby-Shopping-Tour, weil wir haben alles mit einmal gekauft und dann ist, wir waren halt shoppen. Da haben wir einmal ein Puzzle geholt, 9x2,
Also da sind 9 Puzzle drinnen mit jeweils zwei Teilen für kleine Kinder. Ab 2 plus. Und dann haben wir hier geholt ein Puzzle mit 16 Teilen, auch ab 2 plus. 3,99 jeweils. Jeweils 3,99. Dann haben wir hier sowas geholt. Das kannte meine Frau gar nicht. Ah, hier steht auch noch der Preis drauf. 13,99. 400 Teile. Und hier sind so, ja, meine Tochter hat sowas schon. So Fühler dran, wenn man Tiere machen will. Das weiß ich, das kostet bei Amazon 31 noch was. Wir haben, wie gesagt, 13 noch was bezahlt. Aber das war das Einzige, was sie noch hatten. Sonst hätten wir davon gleich mehrere geholt. So, dann haben wir eine Packung, nee, mehrere Packungen Buntstifte. Das eine davon, das war 1 Euro Vase. Nee, nicht mal. Nicht mal? 50 Cent? Ja, Euro. 50 Cent oder so. Dann haben wir geholt Geschirrspültücher zum Abtrocknen. 3 Stück sind da drin. Für 3 Euro. Für 3 Euro, weil ich brauchte wieder welche. Meine kommen halt in Jahre und da musste was Neues her. So. Die erste Tasche haben wir schon leer, Hase. Dann haben wir Laken geholt. Davon haben wir mehrere geholt, Hase. Ja. Ach, da sind so ja 2-mal drin, Hase. Also hier sind 2 Laken drin. 60 mal 120. 70 mal 140. Keine Ahnung. Jedenfalls 2 Stück. Dafür haben wir bezahlt. 3 Euro oder so was, wa? Nee, 2 noch was. 2 Euro noch was. So, dann nehme ich mal die nächste Tüte. Uah. Meine Frau musste unbedingt noch so ein Ananas-Entsafter, Ananas-Entkerner oder Dings da haben. Da kannst du die Ananas dann halt komplett aus der Schale holen. Hat gesagt, aber bitte nur, wenn ich nicht da bin. Ich kann das nicht riechen, da wird mir schlecht. Ananas verkraftig nicht mehr. Dann haben wir für 5 Euro sowas für das Auto geholt. Da seht ihr das. Damit das hinten halt nicht so pralle rin scheint, die Sonne, wenn wir dann mit Kind unterwegs sind. Dann war das das. Baby-Soft-Tücher zum Ausprobieren. Was ist das? Ach, die Verschlussdinger. Ja, scheiße, da wollte ich auch noch ein Packen holen. Die habe ich aber nicht mehr sehen, aber da können wir ja aufteilen. So zum Verschließen von Plastebeuteln. Die hat meinen Schatz gesehen, die habe ich nicht gesehen. Ach, hier hast du Pflaster geholt, oder? Ja, für Kinder. Für Kinder. Pflaster für Kinder. Oh, ja. Ah, hier. Die habe ich gesehen, die musste ich einfach in den Wagen packen. Das kann man ja schon mal auspacken. Ah, die habe ich gesehen, die musste ich einfach in den Wagen packen. Da steht, ich halte mal so zu, da steht Magic, oder? Steht da Magic drauf? Magic. Und da ist ein Einhorn drauf. Ein dicket, fettet Einhorn und hier steht Fell. Fell. Flee. Viel Magic. Viel Magie. Ja, die lasse ich mal lieber hier stehen. Oh Gott. Ich packe das mal jetzt hier alles schnell aus. Dann haben wir nämlich die nächste Tüte leer. So, wieder eine Tüte leer. Da hat meine Frau noch eine gefunden von den Inkontinenzunterlagen, also Pissunterlagen. 3 Euro. Dann haben wir hier vorhin, habe ich gefunden, da musste ich auch zuschlagen. Warte, da zeige ich gleich mal alle Beete. Laken für mich und meine Frau. In 180 mal 200, geht auch 200 mal 200. Einmal so in so einem hellen Grau und einmal in so einem dunkleren Blau, was fast ja, schwarz ist oder so. Die kann ich ja gleich hier vorne hinlegen, die kommen ja dann gleich in den Schrank.
So, dann haben wir noch ein, nochmal zweimal Laken in Rosa. Habe ich gesagt, davon haben wir mehrere geholt. Dann habe ich noch Kissen geholt. Also so eine kleine. Weil da muss ich zuschlagen. Was habe ich gesagt? 2,50 glaube ich oder so. Und für die Spannbettlaken, die eigentlich immer über 10 Euro oder knappe 10 Euro kosten, je nachdem welches Material die haben, habe ich bezahlt 6 Euro oder 6,50 Euro oder so in dem Dreh. Dann hat meine Frau gesehen, das habe ich auch wieder nicht gesehen, Brillenputztücher. Ich weiß nicht, die kam auf einmal an und hat die gehabt und ich habe die ganze Zeit die nirgendwo gesehen. Ein Euro gekostet. 1 Euro hat das gekostet. So. Dann habe ich was gesehen, was meine Frau nicht gesehen hat. Oh, das habe ich auch gesehen, das hat meine Frau dann gesehen. Das habe ich aber vergessen, zu Bescheid zu sagen. Da hat sie dann schon selber gehabt. Das sind für die Stillkissen Bezüge, 3 Stück, glaube ich. Nee, 2-mal. 2 Bezüge sind da drin für 5 Euro. Dann kam ich an. Weil ich habe dann auf den Wagen aufgepasst, meine Frau ist losgezogen. Dann, weil wir haben angestanden, da hast du ewig an der Kasse gestanden. Dann hat meine Frau auf den Wagen aufgepasst und ich bin losmarschiert. Da habe ich dann halt einmal einen Schlafsack in Rosa. Einmal einen gelben Schlafsack. Und einmal einen bunten mit Blümchen. Aber es sind halt verschiedene Größen. Wir haben jetzt hier geholt hier einmal 70 cm, einmal 90 cm und nochmal 90 cm. Müssten wir jetzt, auch wenn Kind mal kotzt oder so, müssten wir jetzt eigentlich relativ genug Schlafsäcke haben, hoffe ich doch. So. Ah, Gott. Und noch eine Tasche. Also, wir haben noch 3 Taschen vor uns und noch ein paar Container. So, dann habe ich für meinen Balkon, habe ich mir so eine Lampignons geholt. 2-mal blau, also gleich die gleichen zum Hinhängen, weil die finde ich sehr schön. Und einmal so einen blauen, der so ins Weiß überläuft, ist so ein runder. Die kann ich auch gleich hier lassen, die werde ich nämlich nachher gleich auf dem Balkon anbauen. Dann hat meine Frau gefunden, ich weiß auch nicht, wo die immer damit ankam, 2 so eine Körbe, die sind hier noch zusammen, also ich kann euch die zeigen, die sind wirklich 2. Die sehen auch echt schön aus, grau-weiß, ja, hat sie gleich 2, man muss noch irgendwo sein. Was? Insgesamt 3 habe ich, einen runden und die ovalen 2-mal. Die ovalen 2-mal und dann hat sie noch rund. Wenn es nicht passt, wir teilen es dann auf die Wohnung auf, ein bisschen bei ihr, ein bisschen bei mir und so, sodass er halt schick aussieht. Dann hat sie gefunden ein Pyjama, also ein Nachthemd. In Übergröße. Wieso, welche Größe ist denn das? Ich glaube, das ist 48. 48, ja. Ist das eine Übergröße? Ja, total. Okay. Das ist ein Riesenzelt, sagt sie. Aber sie braucht was, weil sie ja mal fetter wird und irgendwo muss das ja verstaut werden und bald hat sie keine Schlafklamotten mehr. Und dann muss das ja trotzdem irgendwo hin. Ach, hier sind die Runden. Das sind die Runden. Auch 2 Stück. So. Dann hat sie gefunden hier mit so einem Hähnchen. Die kann man für einen Ofen oder auch für einen Grill. Also man muss es nicht für einen Grill nehmen. Man kann das Hähnchen auch so nehmen und in den Ofen stecken. Aufspießen. Und dann soll das wohl besser werden, als wenn es liegt, oder? Ja. Ja. Dann. Hier. So kleine Dipschalen. Das sind 8 Stück. Die wollen wir auch aufteilen. Da können wir Pommes essen oder so. Da kann man dann Senf, Ketchup, Mayo oder sowas drin machen. Dann hat Frauchen sich geholt. Für ihre Wohnung wollte sie unbedingt haben, so eine. Ach so, hier, das habe ich gesehen, genau. Da haben wir noch geholt, ja, so ein Ceran-Schaber. Wisst ihr gar nicht, 3 Euro, war? Auch nicht mal. Nicht mal. Nee. Und dann hat Fräuchen. Mit einer Klinge halt. Ja, so ein Kerzengedöns. Macht man eine Kerze drin für einen Balkon.
So. Und noch eine Tüte leer. Meins kommt auch noch ein bisschen was. Ich habe da nicht noch was richtig Geiles geholt. Also das kann man ja schon mal... Nö, das sehen wir uns auf den Schluss. Das ist was Schweres, aber was richtig Geiles. Technik. So, hier haben wir dann noch mal für unsere Tochter, also unsere kommende Tochter, nicht die jetzt schon da ist, Bettzeug geholt. Achso, verkehrt rum, so rum. Falls eins mal bekotzt ist und eine Wäsche ist, haben wir dann noch halt Reserve. Das können wir auch so zulassen. Das packen wir dann erst aus, wenn es soweit ist, wa? So, dann hat meine Frau hier noch Strickjacken gefunden, die musste sie haben. Über XXL. Über XXL. Für den Winter denn, weil sie kann ja dann bald nicht mehr so viel anziehen. Kleid, Strumpfhosen, nee, Leggings, Kleid, Schuhe hat sie nicht mehr, die sie drin passt. Dann müssen wir uns für den Winter noch was einfallen lassen. Ja. Dann kannst du nicht mehr rausgehen. Und da hat sie sich das dann geholt, damit sie nicht friert. Oh ja, hier habe ich. Ich habe dann noch gesehen, Kühltaschen sind das. Da kann ich euch mal zeigen, das sind zwei. Da musste ich einfach zuschlagen, weil ich habe euch ja schon mal gesagt, dass meine eine Kühltasche kaputt geht. Und die ist echt toll. Also das ist jetzt nicht so eine Kühltasche, wie ich schon habe, die richtig toll ist. Die ist jetzt sehr wackelig, meine ist sehr stabil, aber auch die ist schön groß, da kann man dann so ein bisschen Wurst und Käse und so was alles drin machen, je nachdem, was wir gerade haben. Und dann war noch eine zweite kleine mit bei, wo man dann halt auch so, man Eis oder auch nochmal Wurst und Käse und so was alle drin machen kann. Und ja, die muss da einfach sein, für das Auto brauchen wir die denn dann. Weil ich meine Akten demnächst neu machen will, beziehungsweise alte Sachen raussortieren will. Ich habe teilweise Akten, die sind schon über 20 Jahre alt. Ich habe noch Rechnungen von Vodafone. Da war Vodafone noch D2. Da steht noch D2 Mannesmann drauf und so eine Schoten. Und nur Mannesmann, wo sie nur, die waren ja Mannesmann. Dann D2 Mannesmann, dann D2, D2 Vodafone, jetzt nur noch Vodafone. Ja, da, und für meine Tochter wegen der Zahnspange habe ich halt 3 Ordner geholt. Rot, Blau und Schwarz und wären ja auch noch Ordner leer, aber ich brauche definitiv wieder noch welche dazu. Und dann haben wir hier noch geholt, wie heißt das Ding jetzt wieder, Hase? Dokumentenmappe. Da sind 2 drinne. Da haben wir gedacht, weil bei uns ist ja wie gesagt gerade so ein Großbrand. Und wohnen auch viele evakuiert in der Umgebung und so. Und da denkt man dann schon nach, was ist denn, wenn es bei uns gewesen wäre? Mit den wichtigsten Akten und hast du nicht gesehen. Deswegen haben wir uns das geholt, dass wir die wichtigsten Akten hier einheften können und in eine Tasche machen können und die Tasche so im Schrank ist und dass, wenn es schnell gehen muss, dass wir nur die Tasche greifen müssen und zack, geht's los. Nicht wahr, Hase? So. Ach, jetzt machen wir mal das Schwere. Erheb dich nicht. Du wirst dich verlieren, wenn du... Ja, dann werde ich, dann muss ich, dann... Achso, hier, das mache ich jetzt einfach mal mit drin. Das ist zwar von Amazon, aber scheißegal. Ich habe mir Tee geholt. Und da ist Pulver drin, oder was? Das ist Pulver. Matcha-Tee, Pulver-Tee. Und da muss ich dann 2 Löffel dann drin machen in eine Tasse. Oder 1 Teelöffel in eine Tasse und dann, das soll helfen beim Fettverbrennen. So. Wir haben dann auch noch geholt. So. Die Glasablage, die kennt ihr ja schon. Die haben wir ja schon mal gekauft. Die hast du gekauft, die habt ihr letztens. Für oben, für dein Badezimmer. Ich hab die nicht. Nee, die lange nicht mehr. Die lange habe ich nicht gehabt. Die lange habe ich gekauft. Genau. Haben wir einmal die lange für das Badezimmer von meiner Frau. Dann haben wir noch mal eine lange für das Badezimmer von meiner Frau. Dann haben wir noch mal eine lange für das Badezimmer von meiner Frau.
Dann haben wir noch mal eine lange für das Badezimmer von mir. Dann haben wir noch mal eine lange für das Badezimmer von mir. Und dann haben wir noch mal eine lange für das Badezimmer von mir. Warum, fragt ihr euch jetzt garantiert, warum 6 Stück? Ich habe bei mir im Badezimmer so ein Eckregal. Ja, aus Plastik. Das ist jetzt, ist noch gar nicht so alt. Das ist gerade mal 20 Jahre alt oder so. Aber meine Frau sagt, das sieht scheiße aus und das muss weg und ein bisschen aufgeräumter. Und ich habe die Glasplatte bei ihr gesehen, die sah echt schick aus. Und 1 Euro hat sie gekostet. Ja, und da wollte ich erst so ein Eckding, was ich schon mal hatte, was ich euch ja gezeigt hatte, mit im letzten, wo wir bei Aldi waren, bei dem, ja, da so ein halbrund ist das vorne und dann hinten so dreieckig. Aber habe ich gedacht, ich mache die so ein bisschen versetzt oder so. Ja, dass die dann so viel, also, weil meine Tochter, die wird jetzt älter, logischerweise, und bleibt ja leider nicht aus. Und da kommt immer mehr Zeug dazu. Irgendwann hat sie auch Nagellack. Gut, sie hat schon Nagellack. Sie hat Spray, sie hat Haarkur, Haarpflegezeug, Duschgel, Shampoo, Gedöns und Schminkzeug und keine Ahnung. Viel. Und ich habe eigentlich nicht so viel. Ich habe meinen Spray, ich habe meinen Roller für unter der Arme und Duschgel. Ah, und Shampoo für mein Bart. Hm? Das war halt mehr, habe ich nicht. Aber ich habe gedacht, Mensch, habe ich eh ein Regal oder ein halbes Regal und Tochter hat ein Regal und da habe ich gedacht, du brauchst ja Ausweichmöglichkeit. Brauchst ja halt, weil ich sehe es bei meiner Frau und da habe ich gedacht, ich denn später wieder suche, dass ich das passende Regal dazu finde, ist doch auch Blödsinn. Ich mache 3 Regale ran, ich mache meins oben, dann hat Tochter unten ihres und wenn was ist, dann kann sie noch sich ausbreiten nach oben. Obwohl oben kommt dann wahrscheinlich jetzt momentan dann erstmal, müssen wir auch gucken, dass wir den richtigen Abstand finden, das Duschgel und alle drin passt, kommt dann erstmal oben rauf die ganz großen Flaschen für die Badewanne, das Badeschaum und die ganze Scheiße, alles Schaumbad und so. Ach Gott, jetzt muss ich das hier alles erstmal rüberstellen, dass wir hier Platz haben. Die haben am Anfang mal 5 Euro gekostet oder so. Ja. Und da fanden wir sie schon günstig. Ja, da waren wir schon günstig. Jetzt bei 1 Euro haben wir nochmal zugeschlagen. So, und dann habe ich hier aber auch noch, die hole ich jetzt nicht alle raus, die Klebenippel. Und zwar insgesamt 12 Stück an der Zahl. Ich kann euch das mal zeigen. So. Ja. Sieht man das so drin? Ja. Also ein bisschen könnt ihr das sehen. Also jetzt sind 12 Stück. So. Dann haben wir das. Ach du Scheiße. Ja. Dann hat meine Frau sich so ein Bild geholt. Weil ich habe ja zu ihr gesagt, über ihrer Couch, das sieht so leer aus. Sie findet das schön, hat sie gesagt. Zeig, aber das sieht so leer aus. Das macht das Wohnzimmer, sieht ein bisschen kahl aus. Nee, sie findet das schön. Dann hat sie einen Kalender hingehangen. Und jetzt hat sie sich das Bild geholt und ist am Überlegen, ob sie das im Wohnzimmer hängt oder im Schlafzimmer. Das sind 3 Bilder. Also seht ihr da auch 3. Also so ein Landschaftsding hier, seht ihr das? So 3 Stück sind das. Und da habe ich gesagt, eindeutig, Wohnzimmer. Ach du Scheiße. Für 3 Euro. Für 3 Euro hat das Bild gekostet. Ach du Scheiße. Oh. Ja. Ich muss mal kurz was trinken. Trockenen Hals. Oh. Oh. Gottes Willen, Hase. So, dann machen wir erstmal das. Das sind 5 Blumenkästen. 5 Stück. Für einen Balkon, hat meine Frau gesagt. Und dann hat sie sich zusätzlich dann noch so ein Mini-Gewächshaus geholt. Ich glaube, das Dach bleibt dann auch so drüber, wa? Ja, ja. So ein Mini-Gewächshaus und da ist dann halt hier so ein bisschen Luftschlitz und so. Da hat sie geholt Paprika.
Gurken? Gurken in einem Mini-Gewächshaus? Okay. Tomate? Chili. Da war dann noch eins, wa? Nee, das habe ich schon dazu getan. Ach, das hast du schon dazu getan. So, das hat sie geholt. Ich muss das mal rüber machen, damit wir Platz haben. Ich stecke das mal rüber. So, einmal bitte für dich, Hase. Stell mal unten hin. So, dann hat sie sich noch geholt, weil sie, ich wusste ja nicht, was das sein soll, aber das ist irgendwie Duft oder so. Irgend so eine Flasche und so Holzstäbe und das soll wohl Duft. Ich habe keine Ahnung. Tigger, ist doch gut. Das ist Wind. Dann hat sie sich geholt Seife. Ich habe mir auch Seife geholt, da kommen wir später noch dazu. Zarter Lotus. Och, da kann ich nicht lesen, habe meine Brille jetzt nicht. Riecht jedenfalls gut und zweimal weiß. Ach, das sind zwei verschiedene weiße Hase. Mhm. Habe ich ja nicht gesehen, hätte ich ja auch noch so andere Sorte geholt. Einmal blau und einmal grün. So. Bald haben wir es geschafft, Leute. Bald haben wir es geschafft. Uah. So, dann haben wir nochmal die Körbe. Dann hat sie geholt hier so einen Babyschriftzug aus Ballons zum Aufpusten. Da unten ist auch so eine Ballluftpumpe mit bei. Oder Ballonluftpumpe. Dann. Achso, das ist eine Girlande. Ah, da musst du doch noch, ein Binnfaden durchziehen, oder? Nee, da muss ein Bindfaden durch. Ja, da musst du durchgehen. Ist so dabei. Nee, ist nicht mit bei. Ach, da an der Seite. Ach, da an der Seite, ja, gut, sehe ich. Zum ersten Geburtstag. Was? Jo. Nächstes Jahr wird unser Kind ja ein Jahr. Kommt ja dieses Jahr. Oder nächstes. So, dann. Paket. Nochmal so ein Buntstift-Set mit Bildern. Ich glaube, das hat meine auch gekriegt von Kiki. Das ist irgendwie so ein Buch, irgendwie. Oh. Und da kann man dann malen und sowas alle. Mandalas. Mandalas, ja, hat die Pläne auch gekriegt von Kiki. So, dann. Schreibblock. Also mit Kästchen. Ach, hier sind die anderen Lappen. Hier sind dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vierer hatten wir ja schon. Also insgesamt 10 Pakete Lappen. So, dann kommt jetzt noch 1, 2, 3 und 4. Was ist das? Einmal Waschlappen. Ich weiß nicht wozu, man kann normalen Waschlappen nehmen und den dann sauber machen. Aber Frau hat gesagt, es ist wichtig, dass wir sowas haben. So, dann kommt meine Seife. So, grün und blau. Die haben mir sehr gut gefallen, deswegen nochmal grün und blau. Und nochmal weiß. Ach, weiß-grün habe ich. Die haben jeweils 1 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, Mensch, nimmst du mit, hast du Vorrat bei dem Preis. So, dann 1, 2, 3, 4, 5 Flaschen von Nuuk hatten sie dann. 6 bis 18 Monate. Und 6 Monate vergehen ja ziemlich schnell. Und wir haben ja schon vom Mom und so was alles. Und haben wir aber gedacht, weil das reicht ja auch nicht, weil wir haben da 3 große Flaschen und 3 kleine. Deswegen haben wir hier noch 4x Flaschen von Nuuk dazu geholt. 0 bis 6 Monate. Komm her. Und ja, die waren billig. Das ist 2 Euro, wa?
2 Euro die Flasche. Und dann mussten wir einfach zuschlagen, weil das brauchten wir ja. Also dann kannst du gleich nochmal dein Dings heute anschmeißen. Dein Flaschenreiniger-Dings da. Sterilisator. So, es kommt noch was. So, einmal, zweimal, das sind so Holzboxen. Ich wollte eigentlich die, und da hat meine Frau gesagt, die habe ich jetzt in der Hand gehabt. Und da hatte ich ja schon die weißen, und ich habe geguckt, dass ich was Dunkles finde. Na, jetzt habe ich halt weiß. Und zwar sieht man das, dass jetzt so lange, hier sind zwei so eine lang. Und die will ich nämlich für das Schlafzimmer, für das Badezimmer, für dieses Glasding, was ich geholt habe, dieses Glasregal, will ich das da raufstellen. Da kann meine Tochter dann halt die kleinen Nagellack und die kleinen Flaschen und so, was sie hat, hier rinstellen, dass, wenn die umfallen, dass die nicht überall rumliegen und Glas geht ja schnell kaputt, also vom Nagellack und so. Und deswegen habe ich gedacht, nimmst du denn halt sowas noch mit? Und was steht da drauf, Hasi? Homemade, also hausgemacht. Und dann hier noch so ein großes Ding, das kommt dann bei mir bei der Wanne oben hin. Da habe ich auch so ein Regal, da kann ich dann auch so ein paar Rasierer reinräumen und so, dass die nicht so rumliegen, dann sind die da schön verpackt. So, machen wir mal weg. Und wie gesagt, das gleiche nochmal hat sich meine Frau geholt in Dunkel. Das waren noch die letzten Bienen, die da waren. Wie gesagt, wir sind heute bei Zeiten losgefahren. Hätte alles klappen können. Aber da der Großbrand da ist und alles abgesperrt ist, sind wir nicht direkt durchgekommen. Mussten wir irgendwo außen rum, damit wir da hinkommen. Ach so, hat Schatzi noch so, bei Markkauf wartet aber auf dem Rückweg. Weil da wollte ich eigentlich diesen Kosmetik einmal holen, der bei Markkauf im Angebot ist. Für 3 Euro oder 5 Euro. Der war aber schon weg. Auf dem Vormittag. Aber egal. Und da hat Schatzi das hier gesehen, so, was sind das, Schuhe, wa? Schuhsocken. Stricksöckchen. Und die hat sie ihm zugeschlagen für unsere Tochter. Dann hat sie, das ist auch von Aldi. Das will sie als Wäschekorb nehmen. Hier steht auch drinne UK und USA, also UK-Größen und sind das verschiedene Größen? 8 Gal UK sind mehr als 8 Gal USA. Keine Ahnung. Galone. Also ich habe keine Ahnung. Also UK-Galone ist mehr als eine US-Galone. Und das will sie, das weich. Das will sie ihn dafür nehmen. So, und jetzt kommt's. Ich habe mir für 20 Euro einen tragbaren Kompressor geholt. Ich mach mal so, könnt dann besser sehen. Jetzt fragt ihr euch, Mensch, Odi, was willst du denn mit einem Kompressor? Ja, erstmal, ich fange mal hier unten an, für Autoreifen. Wartet mal, ich zoome euch mal ran. Na, wo ist es denn? 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 Achso, nee, auf dem Ding ist er drauf gebildet. So. So, einmal für Autoreifen. Das ist ja ganz logisch, wenn man Autofahrer ist und so, dass man da was für Autoreifen holt. Dann kann man aber auch Bälle mit aufladen, aufpusten und Schlauchboot und so. Und meine Tochter hat ja einen Ball, da kommen wir gleich dazu, da sind da unten hier noch drinne. Dann Fahrradreifen, beziehungsweise Mopedreifen. Ich habe ja Autoventil drauf, also hier hast du ein Fahrradventil und hier hast du auch für Auto und so. Und dann kann ich auch meinen roten Baron damit aufpusten. Und zum normalen Sprühen kann ich meinen PC damit sauber machen. Die PlayStation mit Hochdruck da so ein bisschen. Ja, das ist dann halt. So, können wir ja mal reingucken. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgepackt. Wir sind ja jetzt gerade erst gekommen. Wir mussten das ja alles hochschleppen. War ein ganz schöner Akt. So.
das alle hochschleppen mit einer schwangeren Frau. Oh! So, eine Anleitung. Brauchen wir eine Anleitung? Ich glaube nicht. So. Hier ist das gute Stück. Das ist dann hier alles in diesem Fach untergebracht. Hier haben wir dann den Schalter für An und Aus. Wir können das auch hinstellen. Wir haben hier Gumminippel dran. Hier so noch ein Hörschutz abgebaut. Ah, 96 Dezibel. Oh, das ist aber laut. So, ich mache das mal einfach auf den Tisch. Seht ihr? Das steht auch stabil. So, dann können wir ja mal hier auspacken. Kann ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben einmal, da muss ich mir dann noch ein extra Dings vorbereiten, weil jedes Mal das hier immer reinstoppen, ist zwar gut und schön, aber macht sich auch echt beschissen. So, ich zeig euch das mal. Achso, das ist da hinten dran. Das kommt hier unten raus. Da muss man dann aufpassen, dass man echt nicht einen Kabelbruch kriegt. Aber der ist schön lang. Und hier haben wir dann das Druckventil. Und dann können wir dann so. Hoppala. Können wir dann. Au, oh, hier ist das Schöne. Muss ich aufpassen. Ja. Da haben wir dann halt hier die Pistole. Was mir ein bisschen nicht so gefällt, ist halt mit dem Druckding, dass das so weit vorne ist. Dadurch kommst du halt dann manchmal nicht überall gleich dahin, wo du hin willst. Ja? So. So, dann haben wir einmal mit, das finde ich gut. Wie wir es von der Tankstelle kennen, mit so einem Druckventil, das kommt dann einfach hier so raufgeschraubt. Ja, da ist halt eine Winde, da kommt er dann raufgeschraubt. Dann haben wir einmal das. Dann haben wir hier nochmal einen extra Beutel. So, dann haben wir hier ein langes Ding für Bälle, für größere Bälle. Kann man aber auch nehmen für den PC. Zum und um in kleine Öffnung zu kommen. So, dann haben wir hier drei so eine Plastedinger. Die sind natürlich super für den PC, weil hier ist so abgeschrägt. Da kommst du dann wirklich auch in die kleinen Ecken und funktioniert ganz gut. Kenne ich von einem Kollegen. Und dann haben wir hier noch so ein kleines rundet. Na, komm her. Dann haben wir hier noch so ein größeres, also hier oben so zum Drehen und hier um was Großes, so ein Ventil vom Schlauchboot dran zu machen. Dann haben wir noch ein kleines für Bälle. Ja, mein Akku geht gleich alle, sehe ich gerade. Na, komm her hier. Zwei Sachen haben wir noch. Einmal so ein Metallding, Trichter und dann hier nochmal so was für normale Fahrradventile. Können wir dann auch damit aufpumpen. Ja, das muss ich jetzt gleich erstmal wegpacken. So. Puh, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch für die Mega-Einkaufstour. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Die Glocke nicht vergessen, die aktivieren. Ich werde es heute nicht schaffen, das zu bearbeiten. Das wird in den nächsten Tagen online kommen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch diese Fragen zu beantworten. Aber ich mache jetzt hier wirklich einen Cut. Das war's jetzt auch. Ich wünsche euch was. Ahoi, sagt euer Odin.